Du Ficker, du willst sehen, was du davon hast. Stabilisier mich, damit ich nicht versterbe. Dann kannst du zeigen, was du kannst, Montana. Komm. Oder hat die LCN Angst vor uns? Komm, willst du Krieg? Ich will Krieg gegen euch. Komm, stabilisier mich. Boris, du bist doch keine Fotze. Komm, stabilisier uns, Paulus. Komm. Dann kann ich schön den Vertrag schreiben. Versteh und dann mal sehen, wie gut du denn noch reden kannst. Komm. Keine Ahnung, was ist los, Montana? Wackeln dir die Eier? Der Gott von Davis gegen den Teufel aus Rockford. Das endet nicht gut. Wie du siehst, das Böse gewinnt. Das Böse gewinnt. Das Böse gewinnt eh immer, denn die Welt ist böse. Und das wissen wir. Das stimmt auf jeden Fall. Und die anderen Autos sind auch allgemein dann solche Autos, da tut's nicht weh, wenn sie mal irgendwo anders stehen, ne? Was ist nochmal ein Felon? Hier sitzt der Jaguar. Cabriolet, bisschen wie ein Jaguar. Das Hochauto vom PD. Das mit Hardware. Auto will ich nicht sagen, ne? Also, ich hab da 260. So mit zweitschnellstes Auto. Das Ding ist richtig schnell. Also auf dem Highway, der braucht zwar ein bisschen länger, aber. Also unsere Felon könnt ihr nicht mit Kopfhellern vergleichen, ne? Das heißt, ich verstehe. Im Funk, die vierte Party, die gerade eben noch im Anwesen stand, ist jetzt mittlerweile aufgewacht? Nee, die steht immer noch hier. Ich würde gerne mal wissen, wer das ist. Toni. Ach, Toni Penn. Ja, dann ist in Ordnung, der darf pennen. Aber wenn du wirken musst, sagst du Bescheid, ja? Nee, Deno, keine Angst, ich nehme dir schon deinen Job nicht weg. Ja. Den musst du dir lassen, ich denke auf jeden Fall schon mal, dass die Gegenpartei aufgehoben wird, wieder auf Krampf, wie immer. Wir fahren jetzt mal hier rechts in den Sandweg. Ja, wieso? Die Cops sind uns, oder wie? Mal. Ich hab Kopfschmerzen, danke schon. Depos. Er liegt. Moin, Sonny. What the fuck? Was? Was ist denn das? Hä? Moin, Schritt zur Seite, bitte. Warum lieg ich denn jetzt? Was ist mit Oakley? Wissen wir nicht, warum du liegst. Alter, es hat einfach nur geknallt, ne? Auch, ja. Oh, hör zu, Oakley hat Kopfschmerzen bekommen, ist bei dir in Gastank gefahren, deswegen liegst du. Super, vielen Dank, dass du uns das aufgemacht hast. Danke, dass du es aufgemacht hast, ne? Kuss geht raus. So. Jetzt bist du unsere Geisel, Eggie. Achso, du kommst gar nicht raus. Sag ihm herzlich willkommen im Spieleparadies, der LCN. Denk dran, Scheiben kaputt machen. Miro, kannst du unseren Gast mal kurz nach Hause bringen? Junge, was ist das denn? Jungs? LOL. Oh wow, was? Ja, aber heute. Fenix, Dingens, Francis, unser, es wird gehackt, ja, dann, wa? Vielleicht haben wir ja Besuch aus Davis. Ja, da gibt's Gas jetzt. Ja, wir fahren nach Hause, Tim. Du sollst ins Auto kommen. Junge, ich komme hier nicht raus. So, wir setzen die Dinger wieder so schnell wie es geht. Wir fahren uns das Verteidigen. So, liebe Fratellis, kurz bevor ich mich schlafen legen wollte, sind die Ballers hier aufgetaucht und haben mich hochgenommen vom Labor. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, Edla Familia, ich sage es jetzt doch mal, weil die Jungs ein wenig hier ungemütlich werden, wenn ich im Dauerfunk bin und sonst Sorge haben. Und Kickdown. Wir sind unterwegs. Als Jan wieder. Wer macht das dabei jetzt? Ich muss jetzt stehen. Und ich zitiere den Herren, der hier vor mir steht und meinte zu mir sagen zu müssen, Bollers for life, wenn ihr anfahrt, dann werdet ihr sterben, weil die Herren stehen alle so gemütlich auf einem Fleck. Komm, wo gerade weg! Macht mal hier ein bisschen still. Wir sammeln uns am bunten Parkhaus in Vespucci. Ihr könnt da über Intercity Highway hinfahren. Das machen wir jetzt im Schlaf, Jungs, okay? Ja, Sonny, übernimmst du dann? Ich übernehme die letzten 3 Sekunden. Nein, Tran, die sind doch von hinten gekommen, ne? Pass auf jetzt, die Fallen ist gut. So, und jetzt übernehme ich hier, Mann. Fuck! Meine Mutter, Sohn! Mein Gott! Warum, du Bastard, Digga?
Leute, habt euch den Punkt, bitte. Ey, ganz kurz hier, Motivationscoach Denno, ja? Ich will euren ganzen Hass aus den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, ist mir scheißegal, wo ihr diesen verfickten Hass herholt, ne? Ich will den aber komplett spüren. Ich will, dass euch verdammt nochmal endlich Eier wachsen und dass ihr da reinlauft. Wenn es heißt, wir pushen, dann pushen wir. Fick die Mordos! Denno, wann wachsen die Eier? Oh so. Oh. So, die Ballers sind komplett aufgereiht am EKZ-Eingang und es fahren Bartis auf den EKZ-Berg, BS auf den EKZ-Berg rum. Er lässt aber mal gar nicht viel hier mit rumfahren und so ein Scheiß, ne? Ja, das wirklich, der Oakley macht das! Okay, du machst das, ich glaube. Die Verhandlungen sind gescheitert, wir können voll rein. Wie gesagt, wir treffen... Auf geht's, Jungs, Alter! Komm, Jungs, Digga! Der Penner, Digga! So, hier sind die, hier sind die. Der Fick, ey, die laufen alle rechts lang. Junge, jetzt schick dich den Fotzen, Mann. Komm, Alter, ich will den Fokus im Funk haben, Alter. Komm, verfick den Fritze, Mann. Nutz die ganzen Häuser hier, nutz die ganzen Häuser hier. Die gehen auf den EKZ-Berg. Ey, die kommen rechts, EKZ. Hast du auf deinem Busch? Die Bärs fahren auch EKZ hoch. Wir gucken zu deren Autos, alle zu deren Autos. Scheiße, noch zieht den Fick ich quer durch Istanbul, Alter. Noch jetzt rein da! EKZ-Einfahrt! Scheiß mal kurz auf ihn! Lauf weiter! Lauf zurück! Lauf zur Straße! Lauf weiter! Halt,
Da kommt noch einer, kommt noch einer in die Gasse rein, oder? Nein, das sind die ganzen Schwänze. Die ganzen Schwänze, die sind da oben. Du, die EKZ-Bank war noch welche. Scheiß drauf. Stabilisiert unsere Leute. Am wichtigsten ist erstmal Miro. Jungs, jetzt jeder stabilisiert Leute, Alter. Ihr guckt jetzt. Ich hab einmal ganz laut Purple Rain gerufen. Die mussten sich erstmal den Höllenstaubborster aus dem Gesicht wischen. Boah! Und das ist Sarah. Stramm. Was ist das jetzt? Oh. Antonio bleibt nochmal hier kurz stehen und der Rat kommt nochmal auf mich. Gut. In diesem Fall hat er definitiv eine Grenze überschritten. Ja. Ich werde jetzt gleich kurz eine Ansage halten. Werde nochmal den Leuten klar machen, was die 10 Gebote der Mafia sind. Ja. Dass die Finger von den Ehefrauen unserer Leute und dass das ernst gemeint ist, ja. Weil damit ist nicht zu spaßen. So sieht's aus. Und das nächste Mal wird das hier sein Bloodout sein. Mach den ordentliche Ansage da, Alter. Das geht gar nicht. So, könnt ihr mich alle hören im Funk? Klar. Richtig. So, kurze Ansprache an euch. Wer kennt alles die 10 Gebote der Mafia? Einmal Hände heben. 10 Gebote der Cosa Nostra. Alle? Also wenn ich jetzt zu irgendeinem hingehen kommen würde und nach Reihe irgendein Gebot aufsagen würde, könnte er mir das sagen? Ich weiß es noch nicht. Halb. Okay. Wer steht hier vor mir? Jackson? Jay. Dann sag mir mal das Gebot 5 auf. Ja. Geh Dauerfunk, wenn du redest, also Jackson. Geh mal in den Dauerfunk dafür. Es ist die Pflicht der Cosa Nostra zur Verfügung zu stehen, selbst wenn die eigene Ehefrau im Wege steht. Das ist vollkommen richtig. Gut gemacht. So. Weiß jetzt noch jemand etwas? Oder das war's? Nur eine einzige Person? Inwiefern? Ich wüsste auch die Gebote. Okay. Bob. Gebot 3. Interaktion mit Polizisten sind verboten. Der nächste. Du? Wer ist das? Du hast auch gerade die Hände gehoben, oder? Francesco. Gebot 2. Wir lassen die Finger von den Ehefrauen unserer Familie. Ah, genau. Das ist vollkommen richtig, oder? Ja. Ja. Ja? Macht man auch damit Späße? Nein. Ich denke nicht, oder? Nein. Antonio, ich weiß, dass das nur ein Spaß war, ja? Aber wie gesagt, du hast eine Grenze überschritten, die keiner von uns, ja, keiner vom Rat, nicht ich, und ich hoffe auch keiner unserer Fratellis oder Sorellas hier stehen, ja? Keiner von denen duldet. Das geht nicht. Ja. Ich hoffe, du wirst aus diesem Statement lernen, ja. Und wenn das passiert, ja, gibt's nur eine einzige Lösung. Das ist der Blut. Ja. Ich hoffe, du siehst den Tod in den Augen gerade. Ja, ich spüre ihn in meinen Hals und vor mir, ja. Okay, dann schießt.
Seht ihr das, was passiert, ja? Wenn irgendeiner auf die Idee kommt, ja? Sei es um meine Frau geht, oder um irgendeine andere Frau unserer Brüder geht. Seht ihr das, was passiert? Ich hoffe, für euch alle ist das eine scheiß fucking Lehre, ja? Das ist hier kein Zirkus, Jungs und Mädels. So, Bob. Ja. Coolen Auto. Jo. Parts da Antonio. Und hol ihn hier wieder. Und das nächste Mal ist das ein scheiß fucking Bloodout, ja? Ich will hier keine scheiß Standpauken halten, ja? Wegen so einer scheiß Aktion. Sowas ist eine selbstverständliche Sache. Dass wir uns gegenseitig respektieren, dass ich respektiert werde, dass jeder einzelne von euch respektiert wird. Der hat Durchschuss. Ja, sei es hier, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist. Ja? Einmal die Bart ist zur Seite. Im Endeffekt seid ihr alles dasselbe. Die Bart ist, fahrt mal bitte weiter zurück. Bis ganz ans Garagentor. Bring den wieder gesund nach Hause, ja? Ich hoffe, euch ist das jetzt alles angekommen. Und ich hoffe euch, ja, dass ihr euch jetzt alle zu Hausaufgaben macht, ja? Dass ihr diese verdammten 10 Gebote lernt, ja? Euch die in eure Köpfe einprägt und euch zu 100%ig bewusst seid, ja? Dass ihr diese Gebote zu 100%ig jederzeit erfüllen könnt. Und wenn ihr nicht bereit seid, diese 10 Gebote zu erfüllen und jederzeit, ja, für uns dazustehen, für jeden Einzelnen, dann seid ihr hier an der falschen Stelle. Wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten hier. Ich würde von jedem Einzelnen von euch, jeden Einzelnen mein letztes Hemd geben. Meine letzte Langwaffe. Meine letzte Weste. Seid euch im Klaren, Leute, ja, was wir hier wollen, was wir hier bewirken wollen. Das war's von mir aus. Ja, ach, der ist doch immer schwer beschäftigt. Buonasera. Buonasera. Wie geht's? Aha. Einmal eine Massenumarmung, würde ich sagen, oder? Ich krieg's auch, guck mal. Krieg's von mir auch Umarmung. Buonasera. Sonny, wir haben immer noch ein Date zusammen. Warum? Weißt du, damals, als wir zusammen im Krankenhaus aufgewacht sind, da haben wir doch gebabbelt so. Krankenhaus? Aber, ja, da hast du zu mir gesagt, hast du mich mehrmals gefragt, ob ich wirklich sicher bin, ob ich mit dir ein Date haben möchte. Mit mir? Ja. Echt? Also nicht. Und mir okay. Okay, also nicht. Ein Eis schlecken, oder was? Hab ich so gedacht, so. Einmal so rüberlecken. Aber die Frage ist, wer hat das Eis? Und wer schlägt? Ich hab wir das Eis. Wir können ja gegenseitig lecken, wir sind aber beide ein Eis. Eis sollte 69, huch. Da gibt's doch so eine Phrase von so einem Lied. Wie heißt das? 69, aber nur wenn deine fresh ist. Wisst ihr, was ich meine? So, Themawechsel an dieser Stelle. Guten Abend, mein Name ist Sonny Montana. Wen haben wir denn hier? Hier vor dir, Sonny, steht mein Vater, ja? Ich kenne ihn, das ist mein Sohn. Das ist nicht dein Sohn. Genau, diese Einstellung ist sehr gut. Ja? Oh, die fühlt sich ja ganz schön mit dem Buben, ne? Gerita Pizza. Das ist halt... For life. Yeah. Grow for life, man. Grow for life. Genau so, Jungs. Oh, ich hoffe, die Blitz, den trifft der Blitz beim Kacken. Das hatte mich jetzt schon leicht gebetet. Eieiei. Die haben uns halt jetzt die Tür geöffnet, um die zu ficken. So. Die haben quasi wirklich? Sich gebückt und gehustet, damit wir jetzt schön von hinten. Ja, Mann. Guck mal, wir planen auf jeden Fall. Ja. Schon ein einfach nochmal. Die Bühne rumschubsen werden auf jeden Fall noch dabei. Jetzt hier in Charlavita!